Das Haus steht schief, die totgeglaubte Großmutter taucht wieder auf. Die Mutter verwechselt die Verlobte ihres Sohnes ständig mit dem Hausmädchen. Der Vater spielt Golf, vorzugsweise in der Nacht. Die Tante betreibt eine florierende Sex-Hotline. Die Suttons sind ein bisschen exzentrisch. Zu sehen ist die durchgeknallte Familie auf der Bühne des Kulturhauses Osterfeld in einer Aufführung des Amateurtheatervereins Pforzheim. Die Komödie heißt 37 Ansichtskarten. Es ist eine schwarze Komödie von Michael McKeever. Es geht um eine durchgeknallte Familie, die nur oberflächlich durchgeknallt scheint. In Wirklichkeit handelt es sich eigentlich eher um eine Flucht aus der Realität. Man kann witzige Momente sehen, man sieht aber auch sehr emotionale Momente. Für Regisseurin Susanne Lehmann ist es die zweite Produktion für den Amateurtheaterverein Pforzheim. Der zählt zu den großen Stützen des Kulturhauses Osterfeld. Den Amateurtheaterverein gibt es seit 24 Jahren in Pforzheim. Ungefähr die Hälfte dieser Jahre bin ich dabei. 6 Produktionen gibt es im Jahr, die hier gemacht werden. Und ich finde es besonders schön, dass wir hier spielen können in einem Theater, das tatsächlich mal eins war, mit der ganzen Technik und mit dem ganzen Drum und Dran, was so ein Schauspieler braucht. Im Stück 37 Ansichtskarten spielen Amateurschauspieler, die sich in ihrer Freizeit dem Abenteuer Theater widmen. In manchen Produktionen sind bis zu 100 Vereinsmitglieder aktiv. Also für mich ist eine ganz große Motivation, einfach mal in eine andere Rolle reinzuschlüpfen, mal eine Weile lang nicht ich selbst zu sein, ist teilweise auch mal ganz angenehm. Einen angenehmen Theaterabend mit 37 Ansichtskarten kann man noch bis zum 7. Juli im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld erleben.